Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es los. Ich kann mich nicht länger drücken. Es muss jetzt endlich passieren. Wir färben die eine Hälfte meiner Haare heute grau. Hoffentlich. Wir werden sehen. Also, ich verwende heute auf jeden Fall von Vella aus der Colestone Perfect Reihe die 1086. Moment. So. Ich hoffe, ihr könnt die Farbbezeichnung einigermaßen lesen. Ist auf jeden Fall hell, lichtblond, perlviolett. Ich bin gespannt. Mir wurde bei dem Shop, wo ich bestellt habe, einmal dieser Entwickler vorgeschlagen. Das ist auch von Vella, der Velloxone Perfect Pastel 1 plus 2. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall ist es 1,9%, weil wir wollen das hier möglichst schonend machen. Dann habe ich noch einen Haarfärbepinsel. Ganz schlicht, ohne Kammseite, einfach nur hier mit Stiel. Und einmal eine Haarfärbeschale. Nicht zu vergessen, meine Haushaltshandschuhe. Ich hole immer die von Profissimo, diese normalen Haushaltsgeschichten. Ich nehme die immer zum Färben. Ihr kennt bestimmt diese eingepackten Plastikbeutel schon so halb. Ich finde die viel, viel zu groß. Ich kann damit nicht umgehen. Die rutschen mir eh immer von den Fingern dann. Darum die. Und ich würde sagen, ich kämme jetzt einmal die Haare durch. Ich habe die gestern nur frisch gewaschen und lufttrocknen lassen. Das mache ich vorm Färben immer. Bei dem Polypalette-Kram ist das letzte, was wir mit Grau ausprobiert haben, zusammen. Ja, das fiel relativ schnell raus. Also ihr könnt das sehen. Meine Spitzen sind eh immer heller als der Rest, weil ne, das hat schon zwei Sommer mitgemacht. Daher bleichen die Haare aus. Na, dann habt ihr die mittlere Partie und ihr habt hier quasi das, was noch keine Sonne gesehen hat. Wir werden sehen. Ich versuche mir die jetzt auf jeden Fall sehr mittig abzuteilen, mir eine Haarhälfte quasi komplett rauszunehmen aus der ganzen Geschichte heute. Also ja, es geht ums Haare silber färben, aber halt nur eine Seite. Weil mit der anderen Seite machen wir in einem anderen Video was anderes. Ja, ich kämme die jetzt einmal durch, teile mir die relativ mittig ab. Ich habe ja diesen eigentlich geraden Pony und Naturkrause des Todes. Darum, ich werde jetzt nicht großartig glätten oder so, das ist meine normale Haarstruktur. Da werden wir jetzt auch nicht groß was ändern. Ich kämme die jetzt einmal durch und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe mich jetzt einmal für diese Seite entschieden. Ihr seht jetzt mit der Haarstruktur ist halt alles ein bisschen fluffeliger, weniger definiert, was meine Wellen und so angeht. Ist jetzt einmal durchgekämmt, da ist nichts drin, keine Pflegespülung, kein Öl, kein gar nichts. Ne? Gestern frisch gewaschen, Luft trocknen lassen, fertig ist die Geschichte. Die lassen wir komplett raus, damit machen wir was anderes. Also wir kümmern uns nur um die Seite, darum nicht wundern. So, ich werde jetzt einmal sowohl die Haarfarbe als auch den Entwickler zusammenmischen. Und dann fangen wir gleich einmal an zu verteilen, beziehungsweise zeige ich euch gleich einmal, wie das Gemisch im Pöttchen aussieht. So, ich habe jetzt einmal 30 Gramm von der Haarfarbe genommen. Erstmal, ich weiß nämlich nicht, wie viel ich insgesamt brauchen werde. Und 30 Gramm auch vom Entwickler. Das ist hier ein bisschen komisch beschrieben, welchen Entwickler und alles man da genau nehmen sollte. Wie gesagt, ich habe den mitbestellt, der mir vorgeschlagen wurde. Das war halt der mit 1,9 nur. Ich habe jetzt gerade auch keinen mit 3, 4, 6, 9 sonstiges zu Hause, weil ich mich halt auf den Shop verlassen habe. Das macht aber nichts. Sollte das nämlich nichts werden, dann habe ich auf jeden Fall noch genug Haarfarbe, um das nochmal mit einem höheren Peroxidgrad zu probieren. Aber hauptsächlich ne, wollen wir ja die Farbe angleichen und ein bisschen einen Grauton erzielen und dieses ganze Goldige rausnehmen. Sieht momentan noch so aus. Ich verteile das jetzt erstmal. Sollte ich gleich noch ein bisschen brauchen oder so, dann mische ich mir noch mal ein bisschen was an. Ich finde es aber so rum leichter, erstmal eine kleinere Menge zu nehmen, schauen wie weit man kommt, als wenn ich jetzt zu viel anmische und hinterher was wegschmeißen muss. Das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache, ne? Auf jeden Fall riecht es schon ganz genauso wie damals aus dem Friseursalon. Also ich bin auch ehrlich gesagt viel zu lange raus, um da die ganzen Zusammensetzungen von Entwickler und Koloration und alles noch aus dem FF zu können. Wie gesagt, ich habe das mal gelernt, aber ist schon 10 Jahre her. Also schlag mich nicht, wenn das jetzt nicht direkt was wird.
Wie gesagt, also das ist halt das Ding mit dem Shop, wenn man im Friseurbedarf halt bestellt, ne? Ich verlasse mich dann halt auf die Produkte, die zusammen mit empfohlen werden. Darum werden wir mal schauen. Aber es kann auch sein, dadurch, dass das ja ein Grauton bzw. ein Perl violett blond werden soll, dass es deswegen mit dem Pastellentwickler irgendwie zusammen im Bundle vorgeschlagen wird. Sieht jetzt auf jeden Fall so aus, ist weiß, da tut sich jetzt auch nicht viel. Ich werde zuerst einmal die Ansätze machen und wenn ich alle Ansätze einmal habe, melde ich mich gleich nochmal und dann machen wir die Längen. Bis gleich! Okay, ich habe nicht bedacht, dass ich meine Haare jetzt nicht hier auf die Seite überklappen kann. Also könnte ich jetzt schon, aber im Endeffekt wird das hinterher eine andere Farbe. Ich gehe quasi jetzt so weit, wie ich meinen natürlichen Ansatz halt habe. Na, um das am meisten zu kolorieren, wie auch immer. Na, also ihr seht in etwa, wie weit. Das mache ich jetzt einmal mit den ganzen Haaren. Und dann kann ich die Kamera nicht mehr anfassen, weil ich dann auch Farbe an den Händen habe. Ich würde sagen, ich gebe euch dann ein kleines Update, wenn es schon so langsam anfängt, sich zu entwickeln. So, das ist jetzt Stand der Dinge. Ich habe nochmal insgesamt 30 Gramm angerührt, also nochmal 15 Gramm hiervon, ein bisschen ist auf jeden Fall noch drin. Und nochmal 15 Gramm hiervon, also ich habe die Mischung 1:1 gemacht mit 1,9%. Und wie ihr sehen könnt, es wird tatsächlich gräulich, also auch bis hierhin, ne? Ja, ich werde mir jetzt gleich so einen Knödel, also so einen Seitenknödel auf jeden Fall binden. Und das 35 Minuten einwirken lassen, weil eine Einwirkzeit ist hier von 30 bis 40 Minuten angegeben. Ich nehme dann halt die goldene Mitte. Und ich hatte ja echt Bedenken, dadurch, dass es halt 1,9% nur waren. Aber eventuell ist es doch ganz gut, weil es halt ein Grau ist und vielleicht mit zu der Pastellreihe gehört. Ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall lasse ich das jetzt einwirken. Sieht übrigens hinten so aus. Ist übrigens egal, wenn was hiervon an die Seite gekommen ist. Hauptsache andersrum wird das nicht passieren. Ja, ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Ich denke, man kann sehen, dass es so einen Grautouch annimmt. Im Vergleich zum Polypalette, das sah ja während des Auftrags rosa aus. Na, da hatte ich ja echt ein bisschen fies. Aber es wirkt auf jeden Fall gräulich. Ihr seht das auch hier überall, wo ich mit an die Haut gekommen bin, dass es wirklich grau wird. Gut, nach der Einwirkzeit sehen wir uns wieder und wundert euch nicht, wenn die andere Seite dann irgendwie anders aussieht. Das ist ein anderes Video, aber ich kann es gerade nicht vermeiden. Also sehen wir uns gleich wieder, bevor ich auswasche. So, das Grau hat jetzt lang genug eingewirkt und das gehe ich jetzt ausspülen. So, es ist ausgespült. Und ich denke, man kann ganz gut sehen, dass es auf jeden Fall eine gräuliche Farbe angenommen hat. Ich habe mittlerweile einen Schlafanzug an. Und ich bin echt sehr angetan davon. Also wie gesagt, das ist noch der nasse Zustand. Ich weiß noch nicht, ob ich föhne oder ob ich Luft drucken lasse. Das werdet ihr dann im nächsten Schnitt quasi sehen. Ansonsten zeige ich euch dann das Ergebnis noch im trockenen Zustand. So, ich habe es jetzt trocken gepustet und ihr seht vielleicht, es ist tatsächlich grau. Also wie gesagt, ich habe es eine halbe Stunde einwirken lassen. Klar, an den Längen ist es nicht ganz so schön grau wie jetzt an den Spitzen und wie vorne die ersten Strähnen. Man muss dazu sagen, ne, es waren aber auch nur 1,9%, wie gesagt, weil es mir halt vom Haargeshop mit vorgeschlagen wurde. Ich glaube, wäre ich da mit einer höheren Prozentzahl rangegangen, wäre das auch ein deutlich stärkerer Kontrast gewesen. Aber da, wo meine Haare ja schon von der Sonne natürlich ausgeblichen sind, sind sie grau. Hier oben am Ansatz, wir ignorieren jetzt das Grün, hier oben am Ansatz ist es trotzdem gräulich. Dieses ganze Goldige ist raus. Ne, hier hinten, gut, die Längen sind ein bisschen hartnäckiger bei mir. Ne, die waren ja mehr goldig blond, aber ihr könnt schon sehen, da wo meine Haare sehr, sehr hell waren, hat es auch mit den 1,9% sehr gut angenommen. Ansonsten würde ich sagen, würde ich das vielleicht doch nochmal mit einer höheren Prozentzahl versuchen, beziehungsweise in meinem Fall vielleicht in ein, zwei Wochen nochmal drüber gehen mit den 1,9%.
und es vielleicht ein bisschen länger einwirken lassen als 30 Minuten. Eventuell 45, ne, so um den Dreh. Aber ich bin damit schon sehr, 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 sehr zufrieden. Also mit der Farbe funktioniert es auf jeden Fall. Na, also hier mit der 1086. Nur mit diesem Pastelloxidator mit 1,9% kommt man nicht ganz so schnell, ganz so krass zu der Farbe. Aber ich finde es unglaublich schön. Und ich würde sagen, das Produkt hat sich diesmal definitiv mehr gelohnt als diese Polypalette Drogerie Haarfarbe. Na, es geht immer noch mal einen Tacken besser, einen Tacken intensiver. Aber ich bin schon wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Also solltet ihr die Haare vorblondiert haben, wird es wahrscheinlich genauso gut annehmen wie hier unten. Na, da ich schon blond bin, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das überhaupt noch großartig machen muss. Aber ihr habt ja auch schon in der Vorheraufnahme gesehen, dass meine Haare auch verschiedene Blondabstufungen haben von Natur aus. Na, also die letzte Farbe ist ja komplett rausgefallen. Und eventuell reicht da mit 1,9% nochmal drüber zu gehen und vielleicht die Spitzen auszulassen. Also das ist das Endergebnis. Sehr, sehr schön. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!